Herzlich willkommen zu Teil 15 der Reihe über Matrizen. Wir beginnen heute über elementare Umformungen zu sprechen. Wir werden in späteren Folgen über den Rang einer Matrix sprechen, über das Inverse und über Determinanten. Und um all das tun zu können, werden wir jetzt die elementaren Umformungen einführen, die sich eben als sehr, sehr nützliches Hilfsmittel erweisen werden in diesem Zusammenhang. Wir betrachten konkret elementare Zeilenumformungen. Die elementaren Spaltenumformungen ergeben sich aber völlig analog. Aber wir konzentrieren uns auf die Zeilenumformungen. Diese Umformungen ändern in bestimmter Weise die Einträge einer Matrix, lassen aber bestimmte wesentliche Eigenschaften, zum Beispiel den Rang, invariant. Das werden wir alles noch im Detail kennenlernen, weil wir werden eben drei verschiedene Arten von Umformungen kennenlernen, die eben die Zeilen einer Matrix verändern. Und wir bezeichnen die zur leichteren Identifikation mit bestimmten Abkürzungen. Die erste Operation, die wir mit T bezeichnen wollen, mit den Indizes I und J, das bedeutet, vertausche die Zeilen I und J. Die zweite Umformung, die bezeichnen wir mit MI, M-Index I von Lambda. Da multiplizieren wir die i-te Zeile einer Matrix mit einem Skalar Lambda, der nicht 0 ist. Lambda ist also eine reelle Zahl und wir multiplizieren die i-te Zeile einer Matrix mit diesem Skalar Lambda. Die dritte Umformung, die nennen wir A-IJ von Lambda. Da addieren wir das Lambda-fache der i-ten Zeile zur j-ten Zeile. Das heißt, wir nehmen aus einer Matrix die i-te Zeile, multiplizieren die mit Lambda und addieren das Ergebnis zur j-ten Zeile. Diese Umformungen führen natürlich die Matrix über in eine geänderte Matrix. In der Regel führen wir auch nicht nur eine Brüste, sondern mehrere solcher Umformungen. Und diese Umformungen lassen sich selbst wieder als Matrizen beschreiben, wie wir gleich sehen werden. Die kann man eben entsprechend an die umzuformende Matrix von links heranmultiplizieren und erhält dann die geänderte Matrix. Wir beginnen mit der Umformung TIJ, also das Vertauschen der Zeilen I und J in einer N-Kreuz-N-Matrix. Wir machen das hier am konkreten Beispiel einer quadratischen Matrix, es geht aber auch für nicht-quadratische Matrizen. Das entspricht der Bildung des Matrizenproduktes P Index T mal A. Und PT ist die folgende Matrix, das ist diejenige Matrix, die aus der Einheitsmatrix I der Dimension N durch Vertauschen der i-ten und j-ten Zeile hervorgeht. Das sehen wir gleich im Beispiel. Wie gesagt, wir beschränken uns jetzt erstmal auf quadratische Matrizen, aber das geht auch ganz genauso für nicht-quadratische Matrizen. Beispiel, wir haben hier eine 4x4 Matrix A mit den Einträgen 1, 2, 3 und so weiter bis 16. Und wir wollen die zweite und die vierte Zeile vertauschen, also diese Zeile und diese Zeile. Die Tauschmatrix P, T ergibt sich aus der Einheitsmatrix, die jetzt hier links steht, das ist die Einheitsmatrix I4, also die 4x4 Einheitsmatrix, durch Vertauschen der relevanten Zeilen, also der Zeilen 2 und 4. Wir haben hier die erste Zeile unverändert gelassen, bei der zweiten Zeile haben wir jetzt die vierte Zeile aus der Einheitsmatrix. Die dritte bleibt und die vierte Zeile wird die zweite Zeile aus der Einheitsmatrix. Das heißt, diese Tauschmatrix, die sieht eben so aus, die Zeilen 2 und 4 haben ihre Plätze getauscht. Jetzt bilden wir das Matrizenprodukt. Wir haben hier die Tauschmatrix, die wir gerade bestimmt haben. Wir haben hier unsere Matrix A. Und wenn wir das Matrizenprodukt ausrechnen, wie wir es jetzt bereits gelernt haben in mehreren Folgen, dann kommt eben das heraus, was jetzt hier steht. Das heißt, die erste Zeile, die ist geblieben, die dritte auch. Das sind die ursprünglichen Zeilen aus A, die haben sich nicht geändert. Und die zweite Zeile ist jetzt das, was bei A die vierte war. Und die vierte ist das, was bei A die zweite Zeile war. Also tatsächlich sind die zweite und die vierte Zeile gegenüber A vertauscht. Das sieht jetzt recht unspektakulär aus. Wir haben schlicht zwei Zeilen vertauscht. Wir konnten das auch als Matrix-Operation durchführen. Und wir werden aber eben noch sehen, dass das eine nützliche Operation ist. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die anderen beiden elementaren Umformungen, also die Multiplikation einer Zeile mit einem Skalar und die Addition des Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile. Vielen Dank.